wisst nicht, wer die Eternals sind, da seid ihr genau richtig, weil ich stelle euch heute nämlich das Comicband Eternals Alte Götter vor. Viel Spaß dabei! Wie ihr wisst, erscheint ja bald der MCU-Film Eternals und natürlich in die Kinos. Und da passt es natürlich, dass ja, sag ich mal, Panini Comics diesen Band, nämlich Eternals Alte Götter, wieder neu aufgelegt hat. Dieser kam ja schon 2006 raus. Kein geringerer als Superstar im Comic-Bereich, nämlich Neil Gaiman hat hier die Story geschrieben und John Romita Jr. hat die Zeichnung erstellt. Ich muss sagen, das ist wirklich ein Brett. Und muss eigentlich wirklich in jeder Comic-Sammlung enthalten sein, weil es einfach wirklich ein guter Band ist. Natürlich, 228 Seiten ist schon ein Brett, 24 Euro kostet das auch noch dazu, aber es lohnt sich wirklich. Und warum, das sage ich nämlich jetzt. Ihr bekommt natürlich mehr und mehr Story, Hintergrundstory zu den kosmischen, unsterblichen Wesen, Eternals. Es wird natürlich aber auch nochmal andere Wesen, die Deviants, nämlich die werden wir auch im Film sehen, neu angesprochen. Die werden natürlich gezeigt und es ist eigentlich sehr wichtig, sich den Comic vorher reinzulesen, weil dann hat man mehr Background-Story und die Deviants sind wirklich fiese Kreaturen und wie überhaupt die Eternals ticken, das zeigt natürlich der Band, der alte die alten Götter. Und ich muss einfach sagen, es hat wirklich ein gutes Pacing, man kann es gut durchlesen, die Panels sind auch wirklich groß genug, dass man die schön lesen kann. Und natürlich mit Ikarus, Makari hat man wirklich gute Superhelden eingeführt damals, die wirklich auch Spaß machen. Die natürlich, klar, vielleicht bei Superman abgeguckt sind, aber es ist wirklich eine andere Liga. Mal schauen, wie ihr diesen Band findet. Ich muss sagen, für mich eine klare Empfehlung. Ich würde dem wirklich eine 8 von 10 geben. Was meint ihr? Würdet ihr euch den kaufen? Oder meint ihr, nee, ist nicht so mein Ding? Was sagt ihr zu den Kinofilmen? Habt ihr da Bock drauf? Ich kann natürlich auch nochmal ein Faktenvideo machen über natürlich die Eternals. Wer sind eigentlich die Eternals? Kann ich gerne nochmal vorher machen. Aber auf jeden Fall kann ich euch diesen Band hier empfehlen. So, Leute, Follow da lassen, Like da lassen. Bis dann und ciao und bam.